Ich habe Kurt zuliebe große Ausdauer bewiesen und meinerseits enorme Opfer gebracht, nur damit er glücklich bleibt. Tut mir leid. Jedenfalls war ich zutiefst gekränkt, als ich erfuhr, dass Kurt sich in eine andere verliebt hat. Du meinst doch nicht... Cecile Caldwell, ganz genau. Daher weht also der Wind. Widme dich deinen Freunden und deinen Feinden erst recht. Wenn ich mit Cecile fertig bin, wird sie das bekannteste Flittchen von ganz New York sein. Armer Kurt und sein abgenutztes kleines Prinzesschen. Wozu der Umweg über Cecile? Wieso schlägst du Kurt nicht direkt? Wenn Kurt direkt angegriffen wird, fällt das irgendwann auf mich zurück. Und das darf auf keinen Fall passieren. Alle Welt liebt mich. Und ich gedenke, es dabei zu belassen. Ich verstehe, was du meinst. Aber was geht mich das an? Ich brauche dich, um unsere kleine Cecile zu verführen. Sie ist doch eigentlich ganz niedlich. Junge, geschmeidige Brüste. Ein fester, knackiger Arsch. Eine unerforschte Muschi. Werde ihr Captain Picard, Vermont. Unerforschte Welten, in die sich noch kein Mann je zuvor gewagt hat. Ich kann nicht. Wieso nicht? Ich bitte dich, Catherine. Das ist zu leicht. Frag doch einen von deinen beknackten Freunden. Ich habe immerhin einen Ruf zu verlieren. Die Therapeutentochter war ja auch die Herausforderung. Die Rechnung ihrer Mutter war zu hoch. Das hier ist eine Herausforderung. Ich weiß, wie man Krämpfe während der Periode lindert. Vielen Dank. Halt den Mund und schlag Seite 64 auf. Ach. Warum ich vorhabe zu warten, von Annette Hargrove, Kansas City, Kansas. Großer Gott, meint ihr das ernst? Sie ist Papas kleiner Liebling. Ein Musterbeispiel an Keuschheit und Tugend. Zeig mal her. Bla, bla, bla. Ich liebe meine Eltern. Bla, bla, bla. Eine wohlüberlegte Entscheidung. Hier. Sie hat einen festen Freund namens Trevor. Wir kennen uns seit einem Jahr. Trevor hat Verständnis. Trevor ist schwul. Wie schade für dich, dass sie in Kansas wohnt. Au contraire. Der Vater der Jungfrau wird nämlich zufällig neuer Direktor an unserer Schule. Bis ihre Eltern das Haus verkauft haben, wohnt sie bei meiner Tante auf Long Island. Kannst du dir vorstellen, was das für meinen Ruf bedeutet? Die Tochter des neuen Direktors Vögel noch bevor die Schule anfängt. Sie wird mein größter Sieg werden. Du hast nicht die geringste Chance. Sogar die liegt außerhalb deiner Reichweite. Wollen wir eine Wette abschließen? Ich denke darüber nach. Entschuldige, die Pflicht ruft. Dr. Greenbaum und ihre Tochter sind einen spannenden Eintrag wert. Dein Tagebuch, ach Gott. Man könnte glauben, du wärst schwul. Und du wahnsinnig heiß drauf, es zu lesen. Ach, Sebastian. Kommst du mal bitte kurz her? Was deine kleine Wette angeht, ist gebongt. Unter welcher Bedingung? Wenn ich gewinne, dann kriege ich deinen schwarzen kleinen Flitzer geschenkt. Und wenn ich gewinne? Dann erfülle ich dir einen Wunsch, von dem du seit der Hochzeit unserer Eltern träumst. Was im Klartext so viel heißt wie... Dass du und ich es miteinander treiben werden. Wie kommst du auf die Idee, dass ich darauf einsteige? Das ist ein 56er Jaguar Roadster. Weil ich die Einzige bin, die du nicht haben kannst, und das bringt dich um. Vergiss es. Du darfst ihn reinstecken, wo du willst.
Also gut, die Wette gilt, Baby. Weidmanns Heil, Sebastian. Thank you.